Das sind die Zutaten für meine leichte französische Apfeltart. Wir haben ungefähr 750 Gramm Äpfel, ein Ei, etwas Puderzucker, Mehl, braunen Zucker, Butter, Aprikosenkonfitüre, eine Zitrone, eine schon eingefettete Springform, also so eine Kuchenform mit herausnehmbarem Boden. Hallo ihr Lieben, passend zur Jahreszeit eine Apfeltart. Der Apfel, des Deutschen liebstes Obst, würde ich sagen. Nein, das habe ich sogar nachgelesen. Es gibt ja sehr, sehr viele Apfelsorten. Ich habe für diese Apfeltart die Sorte Eideret ausgewählt. Das ist so ein süß-säuerlicher Geschmack, ziemlich fest. Und beginne ich jetzt mit 100 Gramm weicher Butter. Die werde ich jetzt als allererstes mit 50 Gramm Zucker schaumig rühren. Man kann das kneten, also es soll jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich nehme jetzt mal die Maschine hier und jetzt wird es ein bisschen laut. Dazu kommt jetzt eine Prise Salz, ein Eigelb. Ich trenne jetzt das Eiweiß vom Eigelb, gebe das Eigelb in den Teig hinein. Und jetzt mache ich mit der Hand weiter. Das ist ein ganz klassischer Mürbeteig, die Springform. Die habe ich jetzt schon eingefettet und die kommt dann mit dem Mürbeteig, den ich jetzt hier so knete, ganz, ganz einfach mit den Händen. Das dauert eine Weile, zu einer Kugel und das Ganze wird ungefähr eine halbe Stunde im Kühlschrank kaltgestellt. In der Zwischenzeit werde ich die Äpfel schälen und die Apfelschnitzer mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Das ist ein bisschen Arbeit, gibt Muckis. Diese Apfeltart hat den Vorteil, dass sie einen dünnen Boden hat und man konzentriert sich mehr auf den Apfel. Bevor ich die Äpfel aufgebe, den Teig mit Aprikosenkonfitüre oder Marmelade bestreichen will. Das gibt dann so einen schönen, sehr schönen, fruchtigen Geschmack, also zum Apfel zusätzlich dazu. Ich habe jetzt hier eine Kugel geformt und diese Kugel, die lege ich jetzt wieder in die Schüssel zurück und die kommt jetzt ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Mit der eingefetteten Backform stelle ich jetzt beides eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Wie gesagt, in der Zwischenzeit bereite ich die Apfelschnitzer vor und halte den Backofen Ober-Unterhitze auf 180 Grad vor. Ihr könnt auch gerne Umluft nehmen, dann sind es 160 Grad. Die Äpfel sind jetzt klein geschnitten und mit Zitronensaft beträufelt. Ich habe jetzt die Springform aus dem Kühlschrank genommen. Hier haben wir die Kugel, die jetzt gleich verarbeitet wird. Man kann jetzt den Teig natürlich auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Ich mache das immer ganz gerne so mit der Hand. Also presse den Teig mit den Fingern in der Form aus. Ich halte mit einer Hand die Springform fest und dann drücke ich mit aller Kraft den Teig platt. Schiebe den Rand ein wenig nach oben. Der Mürbeteig ist jetzt in der Springform platt gedrückt mit den Händen und als Clou für diese Art Mürbeteig gebe ich jetzt ungefähr 2 Esslöffel Konfitüre darauf. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Konfitüre großzügig, ihr könnt auch Marmelade nehmen, auf dem Mürbeteig verteilt und nun werden die Äpfel ganz dicht beieinander
in die Springform gegeben. Für die Äpfel werden jetzt 20 Gramm zerlassene Butter ganz dünn gestrichen. Nehmt ihr am besten so einen Backpinsel dafür. Und noch eine kleine Prise Zucker. Ich habe jetzt hier braunen Rohrzucker. Die Tarte kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Auf mittlerer Schiene nach ca. 35 bis 40 Minuten ist die Apfeltarte fertig gebacken. Die Äpfel sind etwas gebräunt und es duftet. Nach ca. einer Viertelstunde ist der Apfelkuchen ausgekühlt und jetzt gebe ich ein bisschen Puderzucker drüber. Et voilà. So, ihr Lieben, ich gönne mir jetzt mal ein Stück von der Apfeltarte. Und die Aromen, die sich mit dem Apfel verbunden haben, also die Aromen von der Aprikosenmarmelade bzw. Konfitüre, bilden eine herrliche Symbiose, also mit dem Apfel zusammen. Wer mag, der kann sich natürlich noch ein Topping drüber geben, also Schlagsahne oder Vanilleeis. Mir reicht es jetzt so. Es ist süß genug durch die Konfitüre und den Puderzucker, den ich noch drauf gestreut habe. Diese Apfeltarte ist relativ schnell gemacht. Merkmal dieses Apfelkuchens ist eben ein dünner Boden. Ich war gestern mit Freunden im Rheingau und habe dann Pflaumenkuchen gegessen. Und das war so viel Teig und so viel Pflaume. Also sowas habe ich noch nie gesehen und auch noch nie gegessen. Der war sogar relativ teuer. Und ich wollte euch ja sowieso eine Apfeltarte zeigen in einem Koch- oder Backvideo. Jetzt zur Apfelzeit im Herbst. Also ich kenne eigentlich niemanden, der keinen Apfelkuchen mag. Und das ist jetzt ein anderer, ist eben kein versunkener Apfelkuchen, also mit Decke drauf oder so. Es ist ein ganz, so wie diese französischen Tarts auch sind, ein Mürbeteigboden. Und die Konzentration liegt eben mehr auf dem Apfel. Ich schreibe euch das Rezept und die Zutaten in die Infobox. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das gerne nachbacken. Zubereitungszeit ungefähr 1,5 Stunden. Naja, weil der Teig ruhen muss und wenn die Tarte aus dem Ofen herausgekommen ist, muss er auch nochmal ruhen, ehe ihr den Puderzucker drüber streut. Schwierigkeitsgrad einfach, kann jeder. Und die Devise ist ja schnelles Backen und Kochen hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch das Beste. Seid besonders gut zu euch und auch in eurer Küche. Bis bald. Ciao.